Joho, Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf, unser Dorf soll schöner werden, Pilzdorf! Oh, ich kann keine Antwort hören, vielleicht ist niemand in der Nähe. Komisch. Oh, passt für mich, passt für mich. Ich habe Post bekommen, da freue ich mich. Ein Brief von Fatima. Lieber Honey, meine beste Brieffreundin hat sich von mir getrennt. Sie bekommt Handkrämpfe vom Schreiben. Wärst du an ihrer Position interessiert? Kreuz an ja, nein, vielleicht. Oh, da muss ich was zurückschreiben. Fatima habe ich schon vor lange nicht mehr gesehen. Ich habe überhaupt schon ganz lange nicht mehr mit allen Bewohnern reden können, weil sie irgendwie gar nicht alle verfügbar waren. Hallo, Mischka. Nyan, nyan. Wie läuft der Mittag so, Liebling? Also, was liegt auf? Noch, erzähl mir was, wie geht's dir stets? Puh, ich merke gerade, dass ich hier schon seit Ewigkeiten keine Kakerlake mehr gesehen habe. Ich wette, das liegt an deiner neuen tollen Stadtverordnung. Danke, Bürgermeisterin, Liebling. Ja, dann gucken wir uns doch einfach mal um, ob wir noch mehr Leute finden, mit denen wir quatschen können, weil ich müsste wirklich mal wieder mit allen aus meiner Stadt reden. Oh, so ein Zufall. Hallo, Ernie. Ich bin froh, dass ich dich treffe, denn ich wollte etwas persönlich sagen. Es kommt vielleicht überraschend, aber ich ziehe am 13. des Monats weg. Aber versteh das nicht falsch. Pilzdorf ist toll. Ich habe da Lust auf was Neues. Das ist mir einfach wichtig. Du verstehst das schon, oder? Nein, verstehe ich nicht. Andererseits gibt es sicher keine andere Stadt, die so toll ist wie Pilzdorf. Oh, beinahe hätte ich aus dem Bauch heraus mein ganzes Leben umgekrempelt. Danke, Honey. Wir sollen nicht aus dem Bauch heraus ihr ganzes Leben umkrempeln. Ein, zwei Tage vorplanen wäre schon sinnvoll. Aha, hier steckt der ganze Rest. Hey, Honey, schönes Wetter für einen Spaziergang, was, Bro? Also, was gibt's? Quatschen. Um ehrlich zu sein, geht mir die Toilettenkabine beim Haus langsam auf die Nerven. Ich will sie durch irgendwas anderes ersetzen. Hast du da vielleicht eine Idee für mich? Das neue Möbelstück sollte genau die gleiche Größe haben wie die Toilettenkabine. Gewinnst, habe ich was dabei, um deine Toilette zu ersetzen? Nein, das ist der Crew-Monitor, den will ich behalten. Tut mir leid, gerade nichts dabei. Tamara, Fortescue! Hey, wir haben ja schon eine ganze Weile nicht mehr gequatscht, Carly. Freut mich voll, dich endlich mal wiederzusehen. Na du, was gibt's, Mano? Rede mit mir, und wieso sagst du jetzt Mano? Anscheinend ist dein Besucher unten am Strand. Mann, der ist garantiert total die Berühmtheit. Vielleicht sollte ich mir mal ein Autogramm abholen. In meinem Büchlein sind schon richtig viele Autogramme von guten Leuten. Von mir, mehrfach von mir und wieder von mir. Ein berühmter Besucher am Strand? Wer, wo, wie, was? Besucher, Strand? Ist das wieder... Ach, Gulliver. Ach, Gulliver, das kann einfach nicht wahr sein. Nee, Raumgeschwindigkeit. Nein, heute ist Feiertag. Ich will nicht aufstehen. Ja, hier, das war es richtig. Gulliver! Das ist nicht Gulliver. Na gut. Na gut, ich pack's wieder weg. Oh, nein. Das ist Backboard, sei aber das Recht. Die Hand, in der man die Gabel hält, oder was, das Messer. Nee. Oh, das kann nicht wahr sein. Elisabeth? Nein, nicht den Anke. Das kann nicht wahr sein. Hallo? Noch nicht, Mama. Nur noch 5 Minuten. Hä? Hey? Oh. Huch! Was ist passiert? Wo bin ich? Wer ist Gulliver? Achso, ach, das bin ja ich. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist anscheinend Gulliver, Seemann. Mann, oh Mann, mir zwitschert der Schädel, ey. Ich muss ganz schön federn lassen, du. Verstehst du, weil ich ein Vogel bin? Federn lassen, das ist super. Ja, okay, ich verstehe schon. Krass witzig, oder? Nein? Euch lacht man wohl nicht über Witze. Vielleicht kann ich stattdessen mit einer dramatischen Geschichte voller Tragik und Helme punkten. Nur, dass diese tragische Geschichte war. Ich bin über die Reling gegangen und wurde hergespült. Schutteron war ein turbulentes Seeungeheuer. Nein, zwei. Ich hoffe, dass wenn die im Doppelpack kommen. Und mein Gedächtnis haben sie auch noch gestohlen. Ich habe gerade den Kurs neu berechnet, als ich das googeln höre. Aber wohin nur? Ich kann mein Hirn modern, wie ich will. Ich komme einfach nicht mehr drauf. Aber ich hab's. Du musst mir helfen.
Wenn ich dir alles erzähle, was ich noch weiß, kommst du vielleicht drauf, wo ich hin wollte. Du würdest doch ein arm kleine, wenn auch männliche Möwe wie mich nicht im Stich lassen, oder? Na klar, helfe ich dir. Oh, das ist ja super Donkey. Bei diesem Jungen in Unruhstadt habe ich niemanden mehr getroffen, der so hilfsbereit war. Und dieser Junge war echt unruhig. Naja, da gab es ja auch das ADHS Musterdorf oder wie das ja heißt. Ich kann man ja was sehen hier. Gut, dann erzähle ich dir mal ganz schnell, was ich noch weiß, bevor ich das auch noch vergesse. Wer bist du denn? Achso, ja, warte mal. Hier, also, Moment. Ich wollte in ein Land voller Leben, Heuterkeit und das vor so Musik, ne? Die Mariachi-Gruppen, die spielen so mitreißende Rhythmen, dass man trotz der Hitze mittanzen will. Was gibt's noch? Wüsten, Kakteen, das Essen, Tacos, Enchiladas, Guacamole. Um sich doch nichts zu überfressen, muss man ganz schön zurückhalten. Bei mir klappt das nie. Du musst mir helfen, Amigo. Wenn du weißt, wie das Land heißt, dann sag es mir. Das ist ganz Moment, Guacamole, ist das Mexiko? Oder ist das Brasilien? Moment, jetzt bin ich bin noch schon nicht so gebildet. Das ist schlecht. Ich war doch nur in Grundschule und dann habe ich die abgebrochen, weil das war so... Weil Mexiko wäre ja in Amerika und Guacamole ist ein mexikanisches Gericht. Guacamole ist definitiv mexikanisch. Wird schon stimmen. Hä? Hey? Mexiko! Jo, genau! Genau, Mariachi Band. Ja, hat ein bisschen länger bei mir gedauert. Ja, jetzt weiß ich das. Ja, okay. Genau, ich wurde nach Mexiko. Ich muss sagen, Mexi war mir schon eingefallen, aber auf jedes Mal bin ich nicht gekommen. Vielen Dank, gracias, muchas gracias. Aus Anerkennung schicke ich dir ein tolles Souvenir. Könnt auch dauern, mach dir auf was gefasst, Junge. Daumen, was auch immer. Hör, wo bin ich hier? Wer bin ich? Was soll das? Was soll denn das? Geht erstmal hier lang. Hallo? Können Sie mir helfen? Ich habe mich verlaufen. Du bist doch gerade 3 Meter gelaufen. Was ist denn los mit dir? Ja, das kannst du mal passieren, wenn man so ein bisschen blöder ist, ne? Gut, ich habe immer noch nicht mit allen Leuten geredet. Dafür haben wir Gulliver getroffen. Verdammt, der Julian ist nicht zu Hause. Den wollte ich doch eigentlich gestern besuchen gehen. Hier wohnt Julian. Warte mal. Julian! Julian! Ich glaube, hier gibt es niemanden, der Julian heißt. Das ist frustrierend. Julian! 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 Bockwurst! Aha, du bist also eine Bockwurst, ja? Was für ein schöner sonniger Nachmittag, da kriege ich Lust auf ein Sonnenbadpopo. Ja, wolltest du was? Ja, erzähl mir was. Peter und Felix sind richtig gute Freunde, sie haben einen guten Einfluss aufeinander. Ja, das muss an ihrer Stimmenähnlichkeit liegen. Wo ist denn jetzt die doofe Katze? Herr Julian Bacon, bitte an Kasse 3! Ich kann keine Antwort hören. Vielleicht ist niemand in der Nähe. Ja, toll. Super. Gehe ich jetzt shoppen. Mal sehen, was es heute Schönes gibt. Fatima! Willkommen, willkommen. Ja, Mann. Schrei mich doch nicht so an, ey. Oh, Fatima, hallo. Oh, ja, wer lässt sich denn da mal wieder beblicken? Geht's dir gut? Ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Da habe ich gedacht, du bist bestimmt im Urlaub oder so. Nee, ich hab dich einfach nicht mehr gesehen, Fatima. Hallo, Kumpan. Hast du was auf den Herzen? Bim-bam. Gibt's neuen Tratsch? So, eine riesige Auswahl. Da weiß ich mal wieder gar nicht, was ich nehmen soll. Ja, die coolen Sachen halt, ne? Gucken wir mal, ob wir die coolen Sachen finden. Oh, schicke, edle Designer-Uhren. Und komm im ersten Stock. Ey, findest du ganz viele Einrichtungsgegenstände, Bro. Ist nicht schlecht, sondern Designer-Uhr ist schick. Ah, Gustavian! Ein Hydrant, ein Teddybär und dann können wir die ganzen Herbstmöbel mal snacken hier.
Ah, das ist ein Herbstsofa. Das Item haben wir nur zu dieser Jahreszeit im Angebot. Das empfiehlt es sich also rechtzeitig zuzuschlagen. 333 Sternis habe ich dafür veranschlagt. Ey, das ist eine Schnapszahl, Mann. Nehme ich. Ja, super. Ey, danke für deinen Einkauf hier. Ich wünsche dir ganz viel Spaß noch so und so. Weißt du, so. Verfolgt ihr mich beide? Ich gehe wieder. Was könnten wir jetzt noch machen? Wir könnten natürlich noch jemanden einladen, auf dem Campingplatz zu wohnen. Ja, richtig. So, dann reihen wir mal an der Lampe. Tada! Nur, dass du es weißt. Ich kann nicht in dieser Welt bleiben, wenn ich von jemandem Besitz ergreifen kann. Aber das ist schon in Ordnung. Ja, ja, die Lampe ist ganz schön groß. So, du hast nicht zufällig jemanden dabei oder so? Dann könntest du jetzt dafür sorgen, dass ich nicht verschwinde. Das wäre schon ziemlich cool. Da würde ich mich schon extrem freuen. Also, das wäre schon schön. Nein, Snooker Honey, Bock auf heiße Grooves. So wie ich da gerade rede, klinge ich fast wie KK, oder? Nun, wie lautet dein Wunsch? Kann mich mal besuchen. Sehr wohl, KK wird so gleich telepathisch von mir heimgesucht. Bald wird KK dann ein großes Verlangen verspüren, den Wohnmobilplatz aufzusuchen. Ja, Entschuldigung, aber ich finde sie mich dann mal. So, Campingkompost, danke schön dafür. Dass ich deinen Wunsch erfüllen dürfte. Nimmst du ihn mal an und so, danke schön. Dann verdiene ich mich mal wieder, ne? Tada und so. Oh, cool. KK auf dem Wohnmobilplatz. Oh, heute gibt es ja wunderschöne Pflanzen. Oh, das ist ja toll. Eine Hängepflanze. Oh, es kann sein, dass ich mir, wenn es da nichts drin, was Besseres gibt, werde ich mir die vielleicht holen. Die würden gut bei mir reinpassen. Na, wie geht's dir so, Harvey? Namaste, kann ich dir so helfen? Namaste, ne? Oh, ich war so froh, dass ich wegkommen. Ich hab grad intensiv über die Zukunft von Wohnmobilplatz nachgedacht. Nachgedacht, der war lustig, ne? Aber mal im Ernst, echt ein total entspannter Ort. Diese putzigen gelben Vögel hier, die suchen sich wirklich Partner fürs Leben, ne? Wenn die erstmal so unter der Haube sind, ist das so für immer so. Von denen könnte ich wohl noch was lernen, ne? Alles klar, manche Dinge muss ich nicht verstehen. Aha, KK ist jetzt hier. Aber ich will erstmal da rein und... Aua, das hat schon wieder so am Handrücken wehgetan. Ah. Ach Mensch, das ist ja die Sigrid. Sigrid verbringt nicht ihre gesamte Zeit mit dem Anbau und Verkauf von Rüben, sondern nur etwa 99,9%. In den restlichen 0,1% fährt sie gern campen. Na dann, hi. Ich werde keinen Urlaub wie gemacht, du bist gar nicht mehr weg. Als Rübenfacher weiß ich, was brauche, Wurzeln zu schlagen. Ist ja süß. Was gibt's denn bei dir? Die Shoyu-Wand, der Tatami-Boden, ein Asia-Tee-Set, ein Bodenset, Glückskatze, Kochfeuer, Papierwand, die Schweinefigur. Ach, wie cool. Nicht schlecht, die Musik hier drin ist ein bisschen creepy. Ich geh mal bei KK vorbeigucken. KK, KK. Wow, schickes Wohnmobil. Sehr stylisch. KK ist zwar ein Star, aber das ist ihm nicht zu Kopf gestiegen. Er fährt immer noch gern campen und packt am Lagerfeuer die akustische Gitarre aus. Hammer. Kann man hier echt auflegen? Und dann hast du auch noch den Nintendo 3DS mit deinem KK-Symbol. Jojo, was läuft bei dir? Wohnmobilplätze sind voll mein Ding, ey. Gleich noch Akustikgitarren und so. Was kann man bei ihm kaufen? Die Ziegeltapete, die DJ KK-Bühne, das ist natürlich ziemlich cool. Gitarrenkoffer, Cruising, Jazz, diverse KK-Songs, also das ist natürlich ziemlich cool. Das bedeutet, wir kommen an Musik in Igelbau. Oh yeah. Nachdenklich. Ja, die haben wir ja schon, das brauchen wir nicht mehr. Metallbeistelltischchen, die Ledersitzbank ist halt schon auch sehr cool, wa? Will ich den Gitarrenkoffer haben vielleicht? Ich glaube, den Gitarrenkoffer will ich haben. Den finde ich ganz cool. Mehr aber nicht. Die KK-Bühne, die kann er mal behalten. Auf Wiedersehen, KK. Und er trägt so ein cooles Shirt. So. Dann will ich gerne das ja haben. Das Mini-Gewächshaus. Ich
5 Camping-Coupons. Wow, das ist teuer, aber nehme ich. Danke, Nino, Miss Chibu. Alles klar, alles 10 von Camping-Coupons. Danke, unterhalten Sie. Ah, also das ist eine Hängepflanze. Dafür brauchst du irgendwas so 5 Coupons. Nehme ich. Danke, Nino, Miss Chibu. Alles klar, alles voll 10, Bro. Bitteschön. Alter, das war ganz schön teuer. Ja, gut, also, was sind meine Dailies heute? Was kann ich noch machen? Steinklopfer. Ich soll... Ah, Felsen zertrümmern. Initiative Hai. Ein Hai. Nee, das kann ich nicht. Das habe ich jetzt schon so oft versucht. Ich kann keine Haie angeln, ey. Jetzt muss ich meinen Geldstein finden. Nee, nicht meinen Geldstein, sondern meinen Diamantstein. Dich kenne ich bereits. Glaube ich. Jo. Also den da kennen wir auf jeden Fall. Trotzdem mal... Ja, doch, jetzt habe ich nur eine kleine Küchenschabe aufgeschreckt. Das tut mir fast leid. Auch du, mein Freund, bist ein bekannter Stein. Kennen Sie den schon? Ja, den kennen Sie anscheinend schon, aber den habe ich schon ein bisschen vergessen. Was ist der denn? Aha! Oh, ich meinte natürlich... Haha, den kenne ich bereits! Verdammt! Auch du bist ein mir bekannter Stein. Ja, wo soll jetzt der mir unbekannte Stein sein? Das ist mir jetzt ein bisschen so ein Rätsel. Ich bin einmal rum. Wo war? Wie, wer mit wem, warum? Sollte immer meckern und jammern. Schön, dann hätte ich den Punkt für heute auch einmal abgehakt und kann mich ganz getrost und gepflegt was weiß ich nicht was, vielleicht bei den Unkrautjäten widmen. Also ich meine den Blumen sortieren. Das wäre vielleicht... Beachte mich. Oh, das Rathaus war hier. Mensch, sowas. Dann lasse ich das jetzt noch abstemmen, Bille. Nein, ganze Knigge. Einen habe ich dafür nur gekriegt. Nee, so kompliziert war es ja auch nicht. Was waren denn hier meine Langzeiterfolge? Angelfreunde, 20 Fische und lass dir etwas kosten, Camping-Coupons erhalten. Alle, die ein Item für mindestens 50.000 Sternis kaufen. Wie? Ein Item für 50.000 Sternis? Wie soll ich denn ein Item für 50.000 Sternis kaufen? Ah, ich könnte zu Grazia gehen. Mal überlegen. Vielleicht mache ich das diese Woche noch. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es, wenn dann sehen, im Laufe der Woche. Danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten und Teilen. Und dann finden wir vielleicht auch endlich unseren Julian mal. Der sich irgendwo versteckt hat. Vielleicht unter einem Stein. Vielleicht muss ich da heftiger draufkloppen. Man weiß es nicht. Macht's gut, Leute. The Sing!